insight, the act of seeing into a situation or comprehending the inner nature or working of elements. Digital Equipment produziert im Werkkauf Beuren jedes Jahr Speichersysteme von mehreren hundert Millionen Mark. Mehr als 700 Mitarbeiter stellen in dem 20.000 Quadratmeter großen Werk Winchester-Platten und Magnetbänder her. Seit der Eröffnung des Werkes im Jahre 1981 hat Digital allen Grund, optimistisch nach vorne zu blicken. Über 170 Millionen D-Mark hat das Werk investiert und steuert weiter auf einem dynamischen Kurs nach oben. Digital Equipment plant in Kaufbeuren eine Fabrik der Zukunft. Erste Schritte haben dies bewiesen und sind dementsprechend mit dem Prädikat MRP 2 Klasse A ausgezeichnet worden. Durch die Zusammenarbeit von Gebhardt Fördertechnik mit einem Digitalplaner-Team entstand ein neues Konzept zur Verbesserung der Fertigungsvorgänge. Dabei musste für einen synchronen Materialfluss und Informationsfluss eine verwaltbare Datenbasis geschaffen werden und im Zugriff sein. Das heißt, erstens, die vom LKW angelieferten Waren gelangen ohne Unterbrechung ins automatische Lager. Zweitens, es entstehen verkettete Arbeitsplätze mit Produktionspuffer. Drittens, die Endmontage ist auftragsbezogen organisiert und konfektioniert nach Kundenwunsch. Für die Projektabwicklung stellte Digital folgende Forderungen auf. Die vorhandene Fabrikationsfläche durfte nicht vergrößert werden. Die Realisierung durfte keine Produktionsunterbrechung hervorrufen. Der Zeitraum für Planung und Entwicklung betrug 2 Jahre. Der persönlichen Initiative von Mitarbeitern muss viel Raum gelassen werden. Unter Berücksichtigung von Bearbeitungsprioritäten entstand somit ein Kleinteilelager, Testkreisläufe, Produktionspuffer sowie die auftragsbezogene Endmontage. Digital arbeitet mit einem PPS-System. Dazu wurden systemintegriert im unteren Block die Steuerungs- und Verwaltungsfunktion installiert. Beide Blöcke erfüllen die eigentliche Grundforderung, die Synchronisation von Informations- und Materialfluss. Was dies in der Praxis bedeutet und wie diese Theoriebegriffe zu fassen sind, das möchten wir Ihnen anhand von ein paar Beispielen einmal näher erklären. Erstens, wenn der Informationsfluss und der Materialfluss nicht absolut synchron laufen, dann kann es zu Warteschlangen und zu Engpässen kommen. Zweitens, die Lagerflächen werden groß, da eine Just-in-Time-Abwicklung nicht möglich ist. Drittens, da eine belastungsorientierte Steuerung unmöglich wird, kommt es infolgedessen zu leider nur sehr geringen Maschinenauslastungen. Und viertens, es entstehen Wartezeiten für die Bediener. All diese Nachteile lassen sich durch die Verkettung des Informationsflusses mit dem Materialfluss vermeiden. Digital in Kaufbeuren und Gebhardt Förder- und Steuerungstechnik haben das realisiert, was andere die Fabrik der Zukunft nennen. Aber sehen wir uns diese Fabrik doch erst einmal näher an.
Für die echtzeitbetriebene Materialführung wird das Material bei der Vereinnahmung auf kodierte Hilfspaletten verbrauchsorientiert portioniert. Es gibt zwei Wege für das Material. Zwischenlagern im Kleinteilelager und die Anlieferung als Bypass direkt zur Produktion. Zwei gleichstromgeregelte RFZs mit extrem ruhigem Lauf und einer Geräuschentwicklung von 65 dBA bewegen die Tablare im Lager. Zur optimalen Raumausnutzung des Lagers sind die Lagerflächen in drei Höhenklassen eingeteilt und die Tablare können bis zu vier verschiedene Lagerplätze enthalten. Dabei ist von der Gebhardt-Fördertechnik eine extrem niedrige Anfahrtiefe realisiert worden. Zwei Kommissionierplätze sorgen für die Materialanlieferung in die Produktion. Ebenso werden dringend benötigte Teile direkt, sozusagen im Bypass-Verfahren, vom Wareneingang verteilt. Bleiben wir einmal bei der Bypass-Abwicklung. Denn gerade hier wird die Synchronität von Informationsfluss und Materialfluss ganz besonders deutlich. Hier zum Beispiel werden gerade Führungsschienen eingelagert. Der Bediener erkennt auf seinem Bildschirm, dass diese sofort im Reinraum benötigt werden. Er entnimmt dem Rechner auch die einzelnen Portionierungsgrößen. Das Material soll auftragsbezogen auf verschiedene Tablare verteilt werden. Der Vorteil ist, dass durch unterschiedliche Regalgassen ein absolut sicherer Zugriff garantiert ist. Denn sollte, aus welchen Gründen auch immer, eines der RFZ einmal ausfallen, so kann das andere RFZ das gewünschte Material herbeischaffen. Entsprechend der Materialumfänge werden auch die zur Prüfung fertigen Drives auf kodierte Hilfspaletten gestellt. Dabei werden in einem Dialog die Daten der Drives erfasst und mit der Palettennummer verknüpft. Die Kette der Prüfvorgänge jedes Plattenlaufwerkes wird aus den vorgegebenen Prüfsequenzen automatisch abgeleitet. Monatliche, wöchentliche oder stündliche Tests werden zu jedem Zeitpunkt erfasst und in einer relationalen Datenbank gespeichert und ausgewertet. Bei Digital gibt es keine Warteschlangen. Durch einen umlaufenden Staurollenförderer werden kurzfristige Engpässe abgefangen. Bei langen Wartezeiten werden die Drives im Produktionspuffer zwischengespeichert. Wertvolle Produktionsfläche konnte somit besser ausgenutzt werden, da die Drives sowohl vor wie auch nach der Prüfung zwischengespeichert werden können. Das PPS-System lässt hier nichts ungesteuert. Die Verbindung des PPS-Systems mit dem fließenden System ist in unserem Falle die kodierte Hilfspalette. An speziellen Lesestellen erkennt der Rechner die Teilenummer, die Seriennummer und den Fertigungsstand. Und damit erreichen wir wieder eine direkte Verknüpfung des Informationsflusses mit dem Materialfluss. Je nach Prüfsequenzfortschritt erhält so das System ein zeitgenaues Abbild des erreichten Prüfvolumens. Von diesem Bildschirm aus meldet der Bediener das Ende einer Prüfsequenz online an das PPS-System und garantiert damit eine belastungsorientierte Prüfplatzbelegung. Die Fabrik der Zukunft gibt jedem Mitarbeiter die Möglichkeit zur Kreativität und Eigeninitiative. In der Endmontage und Konfektionierung organisieren sich die Teams über Tages- und Wochenpläne selber. Die Informationen entnehmen sie ihrem Terminal und sprechen dann im Team den Zeitpunkt der Montagephasen ab.
Frau Wild, wir sprechen in unserem Film von der Eigeninitiative der Mitarbeiter. Könnten Sie uns einmal erklären, wie Sie in Ihrem Team die Arbeit organisieren? Ja, wir in der Montage, wir machen erst einmal eine Wochenbesprechung und sehen dann, wie viele Festplatten disponiert sind und wie die Prüfungen vorangekommen sind. Bei der Wochenplanung richten wir uns dann nach Problemen in der Produktion oder Kapazitätsengpässen. Und weil jede Gruppe ihre Arbeitseinteilung selbstständig machen kann, kann man jeden Morgen auf den aktuellen Stand eingehen. Das heißt, Sie können Ihr Tagespensum selber festlegen? Wir sprechen uns natürlich mit der Produktionsabteilung ab und legen dann eine Tagesstückzahl fest. Es bleibt also genug Raum für eine konstruktive Mitarbeit. An 14 Auslagerungen erhalten die Mitarbeiter auf Anforderung Material oder zur Montage fertige Drives. An diesen Arbeitsplätzen werden die einzelnen Drives zusammengestellt. Sie werden für den Transport vorbereitet und dann nach Kundenwunsch in Racks eingebaut. Da jeder Mitarbeiter seine Arbeit selbst organisiert, löst er damit auch die Bestellung des notwendigen Montagematerials aus. Just in time. Das bedeutet, Informationsfluss und Materialfluss laufen absolut synchron. Im Augenblick der Endmontage stehen Montagematerial und Reckteile im Produktionspuffer bereit. Nach der Seriennummer der Laufwerke richtet sich die einzelne Stückliste, die jeweils auf dem Monitor erscheint. Dabei ist auf dem Bildschirm immer nur die im Tagesplan gültige Stückliste abgebildet, die für das bereitstehende Laufwerk relevant ist. Mit einem Cursor kann ich mir jetzt das von mir tatsächlich benötigte Montagematerial anfordern. Dieser Datenbestand wird übrigens vom PPS-System automatisch in das Verwaltungs- und in das Steuerungssystem übertragen und dort geführt. Digital is on a journey to the factory of the future. With this project, Digital here in Kaufborn has achieved an important milestone and just in time. With a clear definition of information flow and material flow, we now have available timely information on both production status and material usage in the factory. The results for Digital were reduction in floor space, reduced material pipeline, and best of all, a project that was done in less than 2 years. Im Dezember 1985 wurde mit der Planung begonnen. Die Funktionsspezifikationen wurden im Oktober 1986 in einem Buch veröffentlicht. Im Oktober 1987 erfolgte die Übergabe der Anlage an die Firma Digital in Kaufbeuren. Gebhardt, Fortschritt in der Fördertechnik.